Herzlich willkommen zur Veranstaltung What the fuck is Legal Tech? Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören und sehen. Und zwar bin ich Nina, ich bin auch Mitglied bei Record Law und ich werde euch durch diese Veranstaltung ein bisschen führen. Normalerweise ist diese Veranstaltung immer zum Beginn des Semesters in einem Hörsaal der Universität Münster, aber das ist ja wegen der aktuellen Situation leider nicht möglich. Daher ist natürlich sehr schön, dass wir jetzt alle auf diesem Wege zusammenkommen konnten. Und gleichzeitig zeigt das eben auch mal wieder, wie wichtig die Digitalisierung ist heutzutage, allgemein, aber auch in der Berufswelt und eben insbesondere auch für Juristen. Und daher freut es uns natürlich sehr, dass ihr euch für das Thema Legal Tech interessiert. Und deswegen wollen wir versuchen, euch heute die Frage What the fuck is Legal Tech ein bisschen näher zu bringen und zu beantworten. Und dafür haben wir heute zwei Speaker. Das ist einmal Paul. Paul ist ein Gründungsmitglied von Record Law und ist gerade im Examen und er studiert an der Uni Köln. Er wird ein bisschen über das Thema Legal Tech generell sprechen und euch einen Einblick geben. Und als zweites haben wir Henrik. Er ist auch ein Gründungsmitglied von Record Law und ist zurzeit in der Examensvorbereitung an der Uni Münster. Und bevor ich das Wort an Paul gebe, möchte ich euch darauf hinweisen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne in den Chat an mich und am Ende machen wir eine kleine Fragerunde und beantworten dann gerne eure Fragen. Und jetzt gebe ich das Wort an Paul. So, hallo, jetzt denke ich, sollte man mich hören. Ich war gerade noch auf Stumm. Wenn nicht, dann schreibt mir bitte. Gut, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einführung, liebe Nina. Und ja, mir wird die Ehre zuteil, euch etwas über Legal Tech zu erzählen. Genau, und damit wollen wir auch gleich schon starten. Legal Tech, wenn ich das als Student so höre, dann könnte ich mich ja fragen, ist mein Studium umsonst, ersetzen mich bald Roboter? Ja, gibt es da irgendwann bald Roboter, Richter, Roboter, Anwälte, die dann die Arbeit von Juristen, von Anwälten, von Richtern übernehmen? Das kann in der Tat sein, sagt die Boston Consulting Group. Das ist eine der weltweit führenden Management- und Strategieberatungen. Die prognostiziert nämlich, dass Anwaltskanzleien, die keine Technologie implementieren, in Zukunft zumindest die großen Corporates als Mandanten verlieren werden, wenn nicht sogar komplett vom Markt verdrängt werden. Das belegen die auch mit Zahlen. Also McKinsey, auch eine weltweit führende Unternehmensberatung, prognostiziert das oder sagt, dass 23% der Tätigkeit, die Juristen gerade schon ausführen, mit den jetzigen Tools, die jetzt zur Verfügung stehen, schon komplett automatisiert werden könnten. Und die BCG hat einige Partner von Großkanzleien befragt, die in der Selbsteinschätzung sogar sagen, dass 30-50% der Prozesse bei ihnen auch digitalisiert werden könnten. Und desto fortgeschrittener die Technologien werden, desto mehr Digitalisierungspotenzial ist da auch natürlich. Dann kann natürlich immer noch mehr digitalisiert werden. Das Ganze kann also sein, es muss aber auch nicht sein, denn fortschrittliche Kanzleien, vor allem Großkanzleien, aber auch kleine hochspezialisierte Boutiquen, die können hier als Gewinner hervorgehen, während die kleineren, breit aufgestellten Generalisten hier eher im Nachtreffen sind, also diese berühmten Landwald- und Wiesenanwälte, da diese eben nicht so hochkomplexe Themen beraten und das ist halt leichter standardisierbar. Insofern ist also die Aussicht doch gar nicht so düster, aber man muss sich auf jeden Fall positionieren und mit dem Thema auseinandersetzen und genau darum soll es ja heute auch gehen. Jetzt sind wir schon mitten im Thema, wir wollen uns dem aber natürlich so ein bisschen geordneter annähern. Dazu erstmal im Big Picture einen Blick auf die Digitalisierung an sich ganz losgelöst von Jura werfen, um dann zu gucken, okay, was heißt Digitalisierung jetzt angewandt auf den juristischen Bereich und nichts anderes ist die Frage danach, was Legal Tech eigentlich ist. Und dann im Anschluss werde ich euch noch ein paar Fakten und Zahlen an die Hand geben, damit ihr das ein bisschen quantifizieren könnt. Wie hoch ist das Wachstum? Ist da wirklich ein Bedarf, auch gerade in Deutschland?
Denn erzählen kann man ja viel. Wichtig ist ja, was die Zahlen sagen. Kleine Anmerkung noch vorweg, ich sehe das gerade wieder, die Animation der PowerPoint laufen natürlich jetzt über Zoom nicht so flüssig, wie sie das täten, wenn ihr das jetzt live seht. Ich hoffe, das könnt ihr uns nachsehen. Allerdings sind die Animationen nötig, damit die PowerPoint funktioniert. Insofern konnten wir das jetzt auch nicht ohne Animation machen. Also, wollen wir reingehen? Big Picture Digitalisierung. Wie kam es zur Digitalisierung? Davor gab es ja noch ein paar andere industrielle Revolutionen, nämlich einmal die erste, wo die Mechanisierung einsetzte. Ja, da wurde Wasser- und Dampfkraft aktiviert. Das konnte natürlich viel mehr Kraftpotenzial als Muskelkraft von Mensch und Tier entfalten. Handarbeit wurde durch Maschinen ersetzt, was natürlich auch viel schneller und effizienter war. Und es gab eine Revolution im Transport. Durch Eisenbahn konnte man schwere Waren und Lasten über weite Strecken eben transportieren. Man konnte also die Betriebsstätten clustern und musste sie nicht irgendwie gleich vor Ort haben oder aufwendig transportieren. Also wenn man sich mal vergegenwärtigt, was das schon für einen riesen Unterschied in dem Leben der Menschen verursacht hat, dann werden wir gleich sehen, was bei der vierten industriellen Revolution der Digitalisierung zu erwarten ist. Aber vorher gehen wir noch zur zweiten. Fließband und Elektrizität. Das führte natürlich zu Massenanfertigung. Damit konnten die Stückkosten gesenkt werden. Man sieht hier im Hintergrund ein Fließband von Ford, wo Autos hergestellt werden. Auf einmal konnte jeder Bürger ein Auto leisten, oder so gut wie jeder. Natürlich auch ein Riesenunterschied zu der Handarbeit zuvor. Allerdings ist das auch unflexibel. Mit Massenarbeit kann man natürlich nicht Auftragsanfertigung machen und auf individuelle Kundenwünsche eingehen. Also auf dieses Bedürfnis hatte diese Revolution noch keine Antwort. Die dritte industrielle Revolution, da kamen dann die Computer und die Informationsverarbeitung. Es war automatische Maschinensteuerung möglich. Das musste jetzt nicht mehr alles von Hand gemacht werden. Man kann riesige Datenmengen speichern. Da steht jetzt zwar Diskette, das sind ja nicht so riesige Datenmengen. Auf der CD-ROM später dann schon doch beträchtlich. Aber wenn man das mal vergleicht damit, dass früher Daten nur über Papier oder Telegramm übertragen werden konnten und es auch immer einen Menschen bedurfte, der das liest, versteht, irgendeine Informationsauswertung vornimmt und es dann wieder woanders aufschreibt, dann ist das doch ein beträchtlicher Fortschritt. Und schnelle Informationsverarbeitung, es musste also nicht ein Mensch das machen, was jetzt Excel-Tabellen machen, sondern es können eben Excel-Tabellen machen. Und das führt natürlich auch zu einer hohen Effizienz. Und auch das hat natürlich viel gemacht in der Wirtschaft und mit den Menschen. Jetzt gerade befinden wir uns in der vierten industriellen Revolution, Internet und Vernetzung. Da geht es darum, dass weitgehend selbstorganisierte Produktion möglich ist. Das geht mit Internet of Things. Alles und jeder, also jeder Mensch und auch jedes Objekt ist potenziell miteinander vernetzbar. Was heißt das konkret? Maschinen können untereinander kommunizieren und sagen, ich kriege hier keinen Input oder ich laufe gerade heiß. Die anderen sollen bitte stoppen. Oder sie merken, ich muss mal bald gewartet werden, melden das dem Hersteller und dann kann vorläufig schon gewartet werden. Moderne Waschmaschinen können sich selber ihr Waschmittel bestellen. Und insofern ist klar, dass eigentlich jede Abläufe, jede Wirtschaftsschöpfung im Grunde automatisiert und komplett außerhalb von menschlicher Beherrschung stattfinden kann. Und natürlich entstehen sehr viele Daten, die genutzt werden. Und das ist auch ein Phänomen dann dieser Digitalisierung, dieser industriellen Revolution. Daten sind das neue Öl. Darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen. So, das sollte ich jetzt einfach nur so zeigen, wie andere industriellen Revolutionen einen großen Impact gemacht haben und dass es diese natürlich auch tun wird, auch wenn sie uns recht bekannt ist, da die meisten ja hier Digital Natives sein, werden die das schon von klein auf kennen. Aber schauen wir uns dennoch mal kurz die Charakteristika dieser industriellen Revolution, nämlich der Digitalisierung, an. Wie funktioniert die so? Das ist einmal Dezentralisierung. Es ist egal, wo ich bin. Ich kann von überall arbeiten. Jeder Mensch hat eine Bühne im Internet. Das ermöglicht Kollaboration. Mehrere Leute können ihr Wissen teilen, zusammen in Echtzeit miteinander arbeiten. Man muss nicht mehr im selben Office sein oder telefonieren oder sich Post schicken. Remixing, ich kann alle Ressourcen im Internet, die verfügbar sind, verwenden und was Neues daraus machen. Allein diese PowerPoint, ja, der Hintergrund da oder die Schriftart, wo hätte ich die denn früher ohne Internet herbekommen? Also ich kann aus allen möglichen etwas Neues schaffen und damit natürlich auch extrem die Produktivität steigern. Dafür ist notwendig, dass alles offen ist und im Internet ist vieles offen. Open Access, auf Wikipedia kann ich mir kostenlos ganz viel Wissen angucken. Dropbox und Google Drive stellen Speicherplatz in Gigabyte-Höhe kostenlos zur Verfügung. Für dasselbe, was jetzt kostenlos erhältlich ist an Speicherplatz, hätte man vor 20 Jahren noch Billionen von Dollar investieren müssen, um das quasi in Disketten oder in
irgendwelchen Lochkarten oder so weiter anzulegen. Kontinuierliches Werden ist auch ein Merkmal dieser Revolution. Die Innovationsprozesse sind nicht mehr stückweise. Also wenn ich jetzt früher noch, wenn Windows 7 rauskam oder Windows 7 und ich Windows Vista auf meinen PCs hatte, musste ich die CDs und Lizenzen kaufen, das auf jedem PC nachrüsten, Datensicherung machen, etwas übertragen und so weiter. Heute merken wir gar nicht mehr, wenn unser Handy eine App aktualisiert oder eben das Betriebssystem des Computers. Und auch das führt eben dazu, dass man nicht so schubweise neue Änderungen hat, sondern halt fast schon synchron. Tracking, auch ein wichtiges Phänomen. Alles, was du im Internet machen, hinterlässt Spuren. Daraus entstehen Daten und das führt zu einer Kognifizierung. Das heißt, Wissen ist sehr relevant in dieser Revolution. Daten sind eben das neue Öl. Ich brauche für alle datengetriebenen Geschäftsmodelle natürlich viele Daten. Das fängt schon damit an, wenn ich Online-Anzeigen platzieren will. Ich erreiche ja nur die Internetnutzer, die ich ansprechen will, wenn ich weiß, was sind deren Charakteristika, wo wohnen die, welche Sprache sprechen die, wofür interessieren die sich. Und das ist nur eins der Beispiele, wo ich natürlich viele Daten für brauche. Das letzte Merkmal, globale Wahrnehmung, Internet findet überall statt. Das ist nicht etwas, was mal hier so ein bisschen mehr sich entwickelt und da nicht. Also so gut wie überall habe ich Zugriff aufs Internet. Und das ist im Grunde eine globale Entwicklung, die natürlich auch alle Kräfte auf der ganzen Welt mobilisiert und auffangen kann. So, jetzt haben wir mal geguckt, was ist Digitalisierung allgemein? Was heißt das angewandt auf Jura? Und nichts anderes ist die Frage danach, was Legal Tech eigentlich ist. Legal Tech, der Begriff setzt sich zusammen aus den Begriffen Legal Services und Technology und bezeichnet eben die gesamte Digitalisierung im Rechtssektor und ist natürlich ein sehr breiter Begriff, wo sehr viel drunter fällt. Insofern hilft es sich, das ein bisschen zerstückelter anzugehen. Und das wird gemeinhin mit Versionsbezeichnungen gemacht, also Legal Tech 1.0, 2.0 und 3.0, während die Technologie, die Komplexheit der Technologie eben mit aufsteigender Versionsbezeichnung steigt. Und genau das gucken wir uns jetzt mal Schritt für Schritt an. Wir fangen natürlich bei Legal Tech 1.0 an und das bezeichnen Technologien, die vor allem assistierend, aber nicht ersetzend sind. Die bringen vor allem die Hilfsmittel, die wir schon analog hatten, einfach nur auf den Bildschirm. Ich gehe nicht mehr auf die gelben Seiten und gucke nach einem Anwalt um die Ecke. Ich gehe auf Anwalt 24 und lasse da zum Beispiel vielleicht schon meinen Fall erfassen. Ich gehe nicht mehr in die Bibliothek, sondern auf Back-Online und ich habe keine Papierakte mehr. Ich habe die in der Büro. Organisationssoftware wie RA Micro oder SAP. Das ist also noch nichts Weltbewegendes für Digital Natives wie uns, aber auch da haben schon viele Kanzleien hohen Digitalisierungsbedarf und auch wenn der Staat Legal Tech macht, da machen wir einen kleinen Exkurs, sieht das gar nicht so blumig aus. Das besondere elektronische Anwaltspostfach ist für die, die es noch nicht gehört haben, der Versuch zumindest gewesen, die Kommunikation von Anwälten und Gericht zu digitalisieren, dass ich quasi einen Schriftsatz per E-Mail einreichen kann. Da das aber natürlich sicher sein muss und nicht zur Fristwahrung auch mir sicher sein muss, dass es zugestellt wurde und nicht irgendwo im Netz verloren ging, muss ich natürlich mit Signaturen arbeiten und Rückmeldungen, Übertragungsprotokollen, damit ich das auch nicht faken kann. Daher kann ich das nicht einfach per Mail machen. Ich brauche ein eigenes System. So, das sollte BEA sein. BEA wirbt damit, digital einfach und sicher zu sein. Es ist so sicher, dass es mit Sicherheitslücken kommt, die dazu führten, dass das über ein Jahr erstmal vom Markt genommen werden musste. Es ist so einfach, dass es Selbsthilfegruppen auf Facebook mit über 5000 deutschen Mitgliedern gibt. Und es ist so digital, dass es dazu führte, dass erstmal mehr Papier im Geschäftskreis umherging. Denn nicht alle Gerichte hatten eine elektronische Akte, eine E-Akte. Insofern mussten die alles ausdrucken, was über BEA reinkam. Und weil die auch die Übertragungsprotokolle ausdrucken mussten, sogar noch mehr Papier, als hätte man es ursprünglich auf Papier ausgedruckt und dann versendet. Und so hat das OLG Celle zum Beispiel zwei Hochleistungs-Fließbanddrucker angeschafft, die 4000 Blätter am Stück drucken können. Und das Land Niedersachsen geht zum Beispiel davon aus, durch BEA 200 Millionen DIN A4-Seiten im Jahr drucken zu müssen. Und durch diesen Bruch im Medium ist die Digitalisierung da auch irgendwo ad absurdum geführt. Aber das Internet ist für uns alle ja leider Neuland. Aber zurück zum Hauptthema, Legal Tech also. 1.0 haben wir uns angeschaut, das war halt noch nicht so ganz spannend und weltbewegend. Spannender wird es dann schon mal Legal Tech 2.0. Da geht es darum, dass abgrenzbare Arbeitsschritte automatisiert werden. Das ersetzt den Menschen noch nicht komplett. Diese Tools müssen alle noch bedient werden und wollen den Menschen assistieren. Aber sie machen bestimmte Arbeitsschritte eben viel schneller, effizienter und da fällt die Arbeit dann
weg. Ich habe jetzt hier mal ein paar Bruchteile an Software, die es in dem Bereich so gibt, dargestellt und werde euch zu allem ein kleines Beispiel auch präsentieren. Fangen wir oben rechts an, automatische B2C-Rechtsdurchsetzung. Da geht es darum, dass ich zum Beispiel im Fall von Flightride, mein Flug kam zu spät, ich habe Anspruch auf Fluggastentschädigung, irgendwie in Höhe von 100, 200 Euro oder so. Wer setzt das jetzt selber durch? Wer geht jetzt selber zum Anwalt und sagt sich, ich setze das mal durch und gibt sich das Prozessrisiko, dass man vielleicht verliert gegen die Anwälte eines Flugkonzerns und dass man hat auch 3 Jahre vielleicht so einen Prozess an den Hacken. Das ist ja unbequem. Deswegen sehen die meisten davon ab, solche niedrige Forderungen eben durchzusetzen. Wir gucken uns das gleich noch genauer an. Ja, drunter Decision Automation. Damit kann ich eben Entscheidungsprozesse digitalisieren. Ich kann quasi Fragebäume abbilden, die am Ende zu irgendeinem Ergebnis führen. Und Jurastudenten werden wissen, dass auch das Gesetz ähnlich aufgebaut ist. Also mit Grundtatbestand, Voraussetzungen, die geprüft werden müssen, Ausnahmen, Rückausnahmen und so weiter. Das kann man auch in Fragebögen umsetzen. Wir werden gleich noch eine Grafik dazu sehen. E-Discovery unten rechts, da geht es darum, Dokumentenmassen zu analysieren und zu systematisieren. Wenn ich ein Unternehmen kaufe, muss ich wissen, ja, was hat das Unternehmen eigentlich? Was besitzt das? Welche Schulden hat das vielleicht? Welche Forderungen? Und früher fand das so statt, dass ich in einen Datenraum gehen konnte mit 100.000 Akten. Dann musste ich mir das durchlesen. War alles top geheim, keine Fotos, keine Notizen. Und da muss ich mir das Bild machen vom Stand des Unternehmens. Jetzt kann ich das einfach durch eDiscovery laufen lassen und dann erkennt das Tool zum Beispiel, aha, diese ganzen Dokumente beziehen sich auf dieses Grundstück und dann fällt dann vielleicht auf, oh, da ist ja noch eine Grundschuld drauf oder so. Und dann kann ich auch sagen, so, zeig mir bitte alle Dokumente, wo diese Person drin vorkommt oder alle Dokumente von dem und dem Tag. Und es leuchtet ein, dass ein Anwalt nicht so viel Zeit darauf verwenden sollte, Dokumente zu sortieren. Dafür ist der hohe Stundensatz nicht gerechtfertigt. Weiter geht's mit Document Generation. Das sind Tools, mit denen ich Schriftsätze wie Klagen automatisch generieren kann. Ich hinterlege da Textbausteine und kann mir die dann zusammenklicken und logische Bedingungen verknüpfen. Also sagen, so, wenn ich das und das hier anhake, dann statt diesen Textblock bitte den. Und damit kann ich dann automatische Klagen generieren. Wo das interessant ist, da werde ich auch noch gleich drauf zu sprechen kommen. Dann das letzte, die letzte Produktgruppe, die ich in dem Bereich vorstellen möchte, Legal Analytics. Analysiert einfach Gerichte und wie Richter entscheiden. Wie beklagtenfreundlich, wie klägerfreundlich waren die? Wo lohnt es sich zu klagen? Ich kann mir mein Gericht ja manchmal aussuchen. Das nennt man Forum-Shopping. Und ich kann eben meine Strategie genau auf den Richter vor Ort zuschneidern. Und auch da wird auffallen, dass das nicht wirklich rechtsstaatlich ist, dass das Urteil am Ende vom Gericht abhängt und dass ich auf dem im Grunde dem Richter nach dem Mund rede und dann gewinne. So, jetzt der versprochene Einblick in die verschiedenen Tools. Bei den B2C-Rechtsdurchsetzungsplattformen ist natürlich interessant zu wissen, ab welchem Betrag geht denn der Durchschnittsdeutsche vor Gericht? Die Zahl kommt gleich. Überlegt vielleicht selber mal kurz, was glaubt ihr? Wann geht der Deutsche zu Gericht? Ja, ab der Forderung von 50 Euro, 100, 500 oder 1000? Denkt gerne mal kurz drüber nach. Ich trinke derweil kurz was. Dann löse ich das mal auf. 1840 Euro. Und ich finde, die Zahl ist auf jeden Fall sehr erschlagen. Die ist auch brandaktuell, erst dieses Jahr erschienen. Die Umfrage ist Ende letzten Jahres geführt worden. Und der durchschnittliche Deutsche geht erst ab einer Forderung von 1840 Euro zu Gericht. Und das kann ja irgendwie nicht sein, dass der Rechtsstaat quasi erst ab dieser Summe im Durchschnitt anspringt und davor die Leute eher verschreckt, weil sie eben das Prozessrisiko, lange Verfahrensdauern, die Unbequemlichkeiten scheuen und deswegen einfach ihr Recht da nicht durchsetzen. Und auch ein Anspruch in Höhe von 100 oder 500 oder 1000 Euro ist ja etwas wert. Und genau dieses Problem wird unter dem Hashtag Access to Justice diskutiert. Man möchte die Hemmschwelle, bis man Gerechtigkeit bekommt, halt absenken. Genau da, das ruft natürlich diese Plattform auf den Plan. Zahle ich zu viel Miete? Wird die Mietpreisbremse überschritten? Oder eben Fluggastrechte einklagen? Das tun diese Tools und da sei mir auch der Hinweis darauf gestattet, dass wir den Gründer von wenigermiete.de bei einer Diskussion mit dem Präsidenten der Bundesrechtsanwaltskammer zum Thema Legal Tech zu Gast hatten und auch einen Podcast mit dem aufgenommen haben. Schaut da gerne mal vorbei, wenn euch das interessiert. So, jetzt zurück zu den anderen Tools. Wir gehen in Brighter rein. Da hatte ich ja gesagt, mit dem kann man im Grunde diese Decision Automation, diese automatischen Rechtsdurchsetzung automatisieren, indem ich, wie man hier links sieht, solche Fragebögen eben bastel. Ja, ich frage den Nutzer, in welchem Land bist du denn? Danach hängt, davon hängt ja die Rechtslage ab. Aha, in den USA, dann frag mal das.
und in Deutschland und Frankreich das hier und dann das hier und dann das hier und dann sammeln wir die Info ein und am Ende kommt man zu irgendeinem Ergebnis wie, ja, es ist plausibel, dass du einen Anspruch hast, wir setzen den gerne für dich durch oder nee, du erfüllst die Voraussetzung nicht. Genau, damit kann ich das eben machen und ganz viel Recht einfach auch nachbilden. Das ist auch besonders interessant für Corporates, die natürlich viele juristische Laien in ihrem Unternehmen haben, die aber Entscheidungen fällen müssen, die juristisch einwandfrei sein müssen. Und gerade global agierende Konzerne, da kann man da nicht jedem Mitarbeiter zumuten, irgendwie durch so ein riesen Handbuch zu blättern. Also kann man Kanzleien beauftragen, hey, baut mir doch mal bitte so ein Fragetool, wo sich meine Mitarbeiter durchklicken können und dann wissen, was sie zu tun haben. Auch sehr spannend auf jeden Fall. Kann man übrigens als Mitglied von Record Law testen. So, Document Generation, das sieht dann so aus. Ich zeige hier mal Lawlist, kann man auch als Record Law Mitglied testen. Hier sieht man rechts, wie der Vertrag quasi entsteht. Und hier links kann ich bestimmte Häkchen setzen. Und ja, dann sieht man rechts, wie die Klauseln hinzugefügt werden. Und ich kann das eben auch logisch verknüpfen und sagen, okay, wenn das und das und das angekreuzt ist, dann statt der Klausel eben das. Und wenn man die beiden Tools, hier Document Generation und eDiscovery, verbindet, ist das natürlich zum Beispiel in Massenverfahren unfassbar mächtig. Denn wenn ich jetzt wenn ich jetzt einen Dieselskandal VW vertrete, ja, und jetzt kriege ich einen LKW mit 5000 Klagen, a 300 Seiten, das passiert, vor die Tür gesetzt, lese ich das doch nicht alles jetzt durch. Nein, ich lasse das durch eDiscovery laufen. Der sagt mir dann, okay, in der Klage geht es um das Auto mit dem und dem Mangel oder Vergaser und es wird sich auf das und das Argument berufen. Und dann habe ich idealerweise eine große Datenbank hinterlegt mit Gegenargumenten zu der Rechtsprechung, auf die sich berufen wird, zu den Argumenten, auf die sich berufen wird. Ich klicke das hier zusammen, zack, wird mir meine Replik in 300 Seiten Größe generiert. Ich schaue nochmal drüber und schicke das dann ab. Und das kann eine Viertelstunde pro Klage dann dauern. Also normalerweise, ohne Legal Tech, wird das natürlich eine Woche dauern oder so. Also welcher Anwalt kann denn 300 Seiten so schnell auswerten und dann aus seinen Word-Dokumenten die richtigen Textbausteine zusammenbasteln? Genau, da können tolle Synergieeffekte entstehen. So, und jetzt noch der Zoom-In zu Legal Analytics. Das ist jetzt einfach nur kurz ein Einblick, wie Lex Machina wirbt. Hier sind dann Statistiken. Aha, an den und den und dem Tag hat der Richter so und so entschieden. Und hier, die werben damit, Craft Winning Case Strategy. Welches Argument muss ich vor dem Richter bringen, damit er mir glaubt? Und wie gerade schon angekündigt, das ist ja irgendwie Cheating, ne? Wie in Computerspielen. Deswegen hat Frankreich das zum Beispiel auch schon verboten. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Deutschland ist da nicht so mega anfällig, weil die ja nicht persönlich jedes Urteil erstmal veröffentlichen und auch nicht zeigen, welcher Richter persönlich das denn jetzt war, also mit Namen, ne? Also zumindest nicht bei den Gerichten der unteren Instanzen. So, das war jetzt schon, denke ich, also auf jeden Fall, da spielt sich jetzt so im Moment die große Musik ab. Aber was auch sehr spannend ist und in der Entwicklung ist, ist Legal Tech 3.0, wo dann künstliche Intelligenz Einzug erhält. Und da kann dann tatsächlich sowas wie Roboterrichter oder Roboteranwalt sich abspielen. Dazu auch ein paar Beispiele. Oben rechts ist das Logo des University College London. Und das hat einen Algorithmus entwickelt, der die Entscheidungen des EGMR aufgrund der Schriftsätze beider Parteien vorhersagt. Und auch da könnt ihr jetzt mal raten, ja, wie akkurat war das denn? Ja, also 50% solltet ihr ja schon schaffen, sonst wäre ja eine Münze besser. Vielleicht 55%, 60%, ich meine, das sind ja die höchsten Richter, höchst menschliche Tätigkeit, die machen da ganz philosophische Ansätze und so weiter. Das kann doch eine Maschine nicht. Ja doch, mit 80% Trefferquote sogar. Und das finde ich schon sehr beachtlich. Und da kann man sich auch fragen, ob bei den anderen 20% nicht die Maschine vielleicht hier und da sogar eine bessere Entscheidung getroffen hätte. Und das ist Ende 2016 rausgekommen, diese Studie. Also das ist nicht Science Fiction, das ist schon Vergangenheit. Natürlich kann das jetzt, ist ja noch nicht einsatzbereit, natürlich wird man so einem Richterroboter jetzt noch nicht echte Fälle anvertrauen, aber keine Science Fiction, das ist möglich und das wird entwickelt. Also auch da kann man gespannt bleiben. Dann habe ich hier das Logo von Equivant eingeblendet, ein amerikanischer Softwarehersteller, der den Algorithmus Compass entwickelt hat und der prognostiziert die Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern. Und auf Basis dieses Urteils wird dann eben bestimmt, wird ein Straftäter auf Bewährung freigelassen oder eben nicht. Und da kommt hier zum Beispiel raus, dass der gar keine besseren Entscheidungen als irgendein dahergelaufener auf der Straße treffen würde und dass er zudem zum Beispiel recht voreingenommen ist. Denn Dunkelhäutige werden zum Beispiel doppelt so oft eher im Gefängnis gelassen, werden Weiße doppelt so oft eher rausgelassen
werden, obwohl das objektiv eigentlich gar nicht gerechtfertigt wäre. Und das bringt auch das Problem der Blackbox mit sich. Man kann ja von außen nicht in diesen Algorithmus reingucken, den der Staat da verwendet, und aufdecken, dass da so ein Fehlverständnis eingesetzt ist. Und das entscheidet dann über das Schicksal von Menschen. Und der Unterschied zu voreingenommenen menschlichen Richtern, die es zweifelsohne auch gibt, ist halt, dass so ein Richter hier mal vielleicht voreingenommen ist und so entscheidet. Es gibt aber auch wieder welche, die nicht voreingenommen oder zu milde sogar entscheiden. Ein Algorithmus hingegen, bei selben Input kommt auch derselbe Output raus. Wenn da eingestellt ist, dunkelhäutig benachteiligen und dann geht hier die Abzweigung, dann ist das immer wieder der Fall. In 100% der Fälle wird dann diskriminiert, also extrem systematisch, schon fast nach Fortschrift. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass man da sieht und was auch ein Problem von KI ist. Aber auch darauf werde ich gleich noch kurz eingehen. Ist ein erfreulicher, ist unten rechts das Tool IBM Watson, was auf IBM Watson basiert. Und das ist ein Recherchetool, das auf KI basiert. Dem kann ich, wie man hier sieht, Fragen im Klartext stellen, wie ich die einem Menschen stellen würde. Er erkennt hier zum Beispiel, ich frage nach der Rechtslage New York seit 2016, erkennt er automatisch, kann das jetzt ein bisschen eingrenzen und sagen, beziehe das bitte nur auf Autofahrer, aber grenze Lieferanten aus. Dann sucht er ein bisschen nach Urteilen, die passen. Ne, ist ja Case Law da drüben. Und ja, wenn ich dann jetzt hier sowas gefunden habe, klicke ich da drauf und ich werde direkt zu der relevanten Stelle gescrollt. Und das zeigt natürlich auch, wie unfassbar da Recherchearbeiten von Wismitz oder Associates ersetzt werden können in Zukunft. Und das ist anders als Back Online, wo ich Mängelgewährleistungen eingebe und dann kommen 500 Millionen Dokumente, wo der Begriff einfach vorkommt. Ich kann ja bei Back Online nicht eingeben, gibt es einen gutgläubigen Erwerb beim Pfandrecht oder so. Darauf kann mir Back Online ja nicht antworten. Und hier kann ich Fragen, die ich auch einem Mitarbeiter stellen würde, einfach der Software stellen und er sagt mir dann Bescheid. Und wenn das auf den deutschen Markt kommt irgendwann, da wird, glaube ich, auch extrem viel disruptiert sein. Gut, jetzt haben wir einen Überblick gewonnen, was es so gibt, eine Aussicht, was noch so kommen kann, wo Legal Tech einsetzen kann. Wir wollen uns aber auch mit den Grenzen beschäftigen, wo ist Schluss, um auch die anfangs aufgeworfene Frage zu beantworten, werden uns Roboter irgendwann ersetzen, hier die Grenzen, da ab da nicht mehr und Bedenken dagegen. Also wo muss man mal hinschauen, wollen wir da überhaupt Legal Tech haben? Grenzen von KI, auf jeden Fall emotionale Intelligenz, das kriegt ein Roboter nicht hin. Rechtsstreitigkeiten sind oft was Emotionales, auch im Strafrecht, da brauche ich auch mal eine menschliche Betreuung, das kann ein Roboter nicht leisten. Soziale Intelligenz, überzeuge ich meine Mitmenschen bei Verhandlungen, ob außergerichtlich oder im Gericht, auch von hoher Bedeutung, kriegt auch kein Roboter hin. Auslegung und Semantik. Semantik ist ein Begriff für die Bedeutung der Zeichen, ja, also die Interpretation von Schriftzeichen. Und wir machen im Studium ja nichts anderes, als uns anzugucken, wo kann man einen Wortlaut eigentlich mehrdeutig auslegen, sonst würde es die ganzen Streitigkeiten ja nicht geben und auch keine Rechtswissenschaften. Und wenn es da schon eine riesen Rechtswissenschaft von uns Muttersprachlern, die ja Deutsch können, gibt, ist die Frage, ob das eine KI, der man Deutsche erstmal beibringen muss, besser kann. Gerade wenn es auf so Sachen ankommt, wie das steht in dem Satz oder in dem Absatz oder hier ist ein Komma, was hat das für einen Einfluss? Ist ja teilweise absurd, was für Diskussionen da geführt werden. Und dann denken außerhalb von gesetzten Grenzen. Das meint, dass das, was momentan existiert und als KI bezeichnet wird, eben eher in gesetzten Grenzen, in engen Umgebungsvariablen funktioniert und damit eher intelligentes Verhalten simuliert, als wirklich intelligent zu sein. Man nehme zum Beispiel autonomes Fahren, klar, ist komplex, aber an sich doch relativ einfach. Ich habe eine Straße, ich muss rechts fahren, wenn ich auf eine Kreuzung komme, gucke ich, kommt da wer, habe ich Vorfahrt oder nicht, ist die Ampel rot-grün, wenn nein, dann fahr darüber. An sich relativ leichte Spielregeln, beim Schach ist das genauso, deswegen ist ein Schachcomputer auch besser als ein Mensch. Wenn ich jetzt aber im Algorithmus einfach mal sage, so, jetzt bauen wir ein Haus, berücksichtige bitte Gesichtspunkte der Ästhetik, die Wünsche des Kunden, was ist eigentlich mit der Statik, was will der Bauherr, finanzielle Sachen, und man dem das nicht beibringt, ja, also ihm dann sagt, so, pass auf, du kannst eine Wand so bauen, damit das statisch klappt, muss die so aufeinander sitzen, ästhetisch wird das und das empfunden, und dann bringt man im Grunde der KI ja so viel bei, dass sie am Ende eigentlich nur noch nachahmt und dann eben intelligentes Verhalten simuliert, also es aus sich heraus zu erschaffen. Und auch da, bei unbekannten Rechtsstreitigkeiten, wo es noch keine Rechtsprechung zu gibt, wo es noch keine Normen für gibt,
Da ist ja dann, ne, das ist die Königsdisziplin des Juristen, auch das bleibt abzuwarten, ob das KI überhaupt irgendwann mal übernehmen kann. Jetzt zu den Bedenken, wie weit wollen wir Legal Tech eigentlich zulassen? Blackbox-Problem habe ich ja gerade schon angeführt mit dem Kompass-Algorithmus. Wenn ich da nicht reingucken kann, kann ich nicht überprüfen, ob das mit rechten Dingen zugeht. Und das gilt übrigens nicht nur für staatliche Algorithmen, sondern auch für privatrechtliche. Ja? Also wenn jetzt eine Versicherung zum Beispiel in ihrem Formular rassistische Sachen abfragt und damit gegen das AGG verstoßen würde, kann ich das ja nicht einsehen. Wie kann ich dann eine AGG-Klage gegen die Ungleichbehandlung vorbereiten? Das geht ja nicht. Das heißt, irgendwie müssen solche Algorithmen, weil nicht vom TÜV geprüft werden oder zumindest dem Staat zugänglich sein oder vielleicht ganz transparent, wenn ich nachweisen kann, hier gab es ein Fehlverhalten. Wer hat die Herrschaft über den Code? Ja, wer entwickelt den weiter? Wenn wir an Roboterrichter denken, die müssen ja weiterentwickelt werden. Wer macht das? Die exekutive Gewaltenteilung? Macht das ein Richter? Macht das der BGH? Programmiert er da selber rein oder sagt er den Programmierern das? Weiß der ganz genau, was der Algorithmus dann macht? Also auch das ist eine extrem hohe Hürde. Muss man sich fragen, wer pflegt den Code eigentlich? Demokratische Akzeptanz, im Namen des Volkes ergehen die Urteile. Im Namen des Roboters wird das auch im Namen des Volkes ergehen. Akzeptiert das Volk sowas? Rechtsberatung durch den Menschen, wird das dann zum Luxusgut und wollen wir das? Denn die kleinen Generalisten werden ja ersetzt auf jeden Fall. Daran besteht eigentlich kein Zweifel, denn das ist zu trivial, was die beraten. Das heißt, es gibt nur noch hochspezialisierte Anwälte, die aber recht teuer nun mal sind. Und dann führt das irgendwann dazu, dass ich kleine Fälle wohl nur noch von Maschinen quasi durchsetzen lassen kann. Wenn ich dann mal menschliche Betreuung haben will, ist das halt ein Luxusgut. Kann man auch fragen, ob man das möchte. Und dann eben dieses Cheating, Forum-Shopping, ich suche mir mein Gericht und ich passe meine Strategie auf den Richter an, das kann auch nicht gerecht sein. So, das sind die Bedenken und Grenzen. Ein Fazit, was ist Legal Tech also? Legal Tech ist effizient. Natürlich viel schneller und weniger fehleranfällig, wenn es einmal richtig eingerichtet ist. Es ist sehr kostensparend, weil es halt viel schneller funktioniert. Ist aber auch noch umforscht. Legal Tech 3.0 existiert noch nicht so wirklich, nur in Prototypen und wird vielleicht auch gar nicht wirklich zu völliger Reife gelangen. Und es ist sehr disruptiv, es macht viele menschliche Aufgaben überflüssig. Ihr erinnert euch an die Zahlen am Anfang. 50-70% der Tätigkeit einer Kanzlei könnte automatisiert werden. Aber es geht natürlich auch nicht nur darum, allen den Job wegzunehmen. Dadurch wird ja gerade das digitalisiert, was eigentlich eher nervig ist und wo ein Anwalt eigentlich nicht für ja, seinen hohen Stundensatz einsetzen sollte, nämlich zum Lesen von 100.000 Dokumenten. Insofern wird das nur dazu führen, dass die Juristen sich auf das konzentrieren können, wofür sie wirklich da sind. Und das ist eben verhandeln und Lösungen finden in unübersichtlichen Rechtslagen und natürlich in der sozialen und empathischen Betreuung. So, was heißt das jetzt alles im Fazit für Kanzleien? In Zukunft wird es nur noch Kanzleien geben, da sind wir uns sicher, und die BCG ja auch, wo Spezialisten arbeiten. Ja, es wird keine Generalisten mehr geben. Tech und Project Management wird in Kanzleien eine Rolle spielen. Wenn ich Legal Tech liefern will zu meinen Mandanten oder wenn ich das einsetzen will, meine Prozesse zu digitalisieren, brauche ich Leute, die sich mit Tech auskennen, aber auch meine Prozesse kennen. Project Management brauche ich, wenn der Mandant sagt, so, ne, mit Writer baut mir mal ein Tool, mit dem meine Laienmitarbeiter rechtliche Entscheidungen finden oder treffen können. Brauche ich Project Management, um das mit externen Entwicklern eben abzustimmen. Und es wird Pauschalpreise geben. Die Corporates zumindest, also das heißt die großen Unternehmen, die werden zunehmend von ihren Lieferanten, also die werden von Kanzleien das fordern, was sie von jedem Lieferanten fordern, nämlich besseren Service für weniger Geld. Die werden irgendwann nicht mehr einsehen, dass man hohe Stundensätze bezahlt, nicht absehen kann, wie viele Stundensätze werden jetzt anfallen oder wie viele Stunden, wie hoch ist das eigentlich, sondern die möchten eben Law as a Service auf Knopfdruck mit Pauschalpreisen. Und sobald das Leute auf dem Markt anbieten, wird kein anderer mehr diese undurchdringlichen, teuren Stunden nachfragen. Die BCG drückt das in ihrer Studie in dieser Grafik aus. Links sehen wir, wie Kanzleien heute arbeiten, also die Großkanzleien vor allem, haben oben die Partner und unten die Junganwälte, die vor allem Recherchearbeit machen. Das wird sich wandeln zu einem Raketensystem. In der Mitte haben wir jetzt noch die, die rein Jura machen. Das sind weniger, weil wir brauchen ja keine Recherche mehr oder Dokumenten lesen. Das können wir ja automatisieren. Es wird Project Management geben als linken Flügel, es wird Tech geben als rechten Flügel. Insofern werden Kanzleien in Zukunft Mischunternehmen, die fächerübergreifende Kompetenzen erfordern.
Das soll, was ist Legal Tech, abschließen. Da haben wir jetzt, denke ich, einen relativ guten Einblick gewonnen. Was gibt es so? Wo kommt das her? Was ist zu erwarten? Wo sind die Grenzen? Jetzt noch die versprochenen Fakten und Zahlen, damit ihr das so ein bisschen quantifizieren könnt. Wie ist die Entwicklung eigentlich wirklich? Zunächst mal der deutsche Bürger gefragt. Hier ein paar Fragen, die gestellt wurden. Die dunklen Balken sind vom letzten Jahr, die hellen von 2010. Ja, also 85% der Deutschen sagen, Verfahren dauern zu lange. Gerichte sind überbelastet, ein paar weniger. Rechtsprechung in Deutschland uneinheitlich. Urteil hängt vom Gericht ab. Dass es Lex Machina gibt, bestätigt das. Wer sich einen besseren Anwalt leisten kann, hat Chance auf ein günstigeres Urteil. Auch nicht unbedingt gerecht. Und die Gesetze sind zu kompliziert, die verstehen wir nicht. All das könnte Legal Tech lösen. Legal Tech auch auf Gerichtsseite eingesetzt, kann natürlich den Richtern genauso viel Arbeit abnehmen wie den Anwälten. Es kann die Verfahren beschleunigen. Sowas wie Legal Analytics auf Seiten der Justiz kann die Urteile harmonisieren. Ja, sowas wie diese Verbraucherrechtsdurchsetzungsplattform, die können einen Gewerkschaftseffekt entfalten, indem sie viele Verbraucher vereinen und deren Rechte durchsetzen, kommt es nicht mehr nur auf den besten Anwalt an. Und durch Brighter zum Beispiel kann man Gesetze verständlich machen. Die EU-Kommission hat zum Beispiel schon ein paar Fragetools, wo ich mich mit durch komplizierte Rechtslagen klicken kann und am Ende eine Antwort kriege. Jetzt fragen wir mal die Justiz, was sagen die Richter und Staatsanwälte denn eigentlich? Entschuldigung. Die sagen, also die vehementeste Forderung, die die an die Bundesregierung stellen, mit 90% der Leute teilen die, bessere personelle und technische Ausstattung der Justiz. Und das meinen natürlich auch Computer, Legal Tech, E-Akte. Jeder Zweite möchte eine elektronische E-Akte, die auch bundesweit kompatibel ist, dass nicht jedes Land irgendwie seinen eigenen Kram macht, wenn man auch mal die Akten austauschen muss, irgendwie zum BGH oder wenn hier ein Straftäter was macht, mal vom Staatsanwalt zum anderen. Und Digitalisierung der Justiz, Ausbau schnellerer Netze, so trivial sind die Forderungen da teilweise, dass es einfach mal nicht so lange dauert mit dem Internet. Jetzt in die Unternehmen gezoomt. Die Investition von US-Rechtsabteilungen in Legal Tech, deutsche Zahlen gibt es leider nicht. Und da sieht man jetzt auch im Vergleich 2015, 2019, ich habe jetzt hier mal nur so ein paar Bereiche rausgeholt, da wird viel investiert, da passiert viel. Jetzt gucken wir uns das mal weltweit an, wie viel wird da eigentlich auf der Welt investiert. In den USA natürlich am meisten, das überrascht nicht, die sind ja bei Tech immer sehr weit vorne. Wenn man sich das mal anguckt, der Fall auf Frankreich, da meint ganz Europa, also nicht nur Deutschland oder Frankreich. Und für ganz Europa ist das ein bisschen mau, würde ich mal behaupten. Jedenfalls, diese Zahlen, die sagen uns erstmal nichts, wenn wir die nicht in Relation setzen. Die Relation ist, allein im ersten Halbjahr 2018 wird so viel in Legal Tech weltweit investiert, wie in den gesamten 3 Jahren davor zusammen. Das heißt, das Wachstum ist da beträchtlich. Also die Kurve der Investitionen ging im ersten Halbjahr 2018 rapide nach oben. Und das wird so weitergehen. Gerade wenn wir uns, wir werden gleich einen Blick noch kurz auf Corona werfen, das mal angucken. Oder zu kurz der Zoom in nach Europa. Wer ist da für die Investition verantwortlich? Frankreich und das Vereinigte Königreich teilen das unter sich auf. Deutschland ist da leider mit 13% der europäischen Investitionen wirklich im Hintertreffen. Aber das soll nicht demotivieren. Das heißt nur, dass hier noch nicht so viel passiert. Und das heißt, dass im Grunde junge, digital affine Nachwuchsjuristen hier eine freie grüne Wiese haben, wo sie sich im Grunde entfalten können. Und der große Vorteil ist natürlich, dass man sich die Innovation aus dem Ausland einfach importieren kann. Insofern sind das für uns eigentlich ganz gute Zahlen. So, und jetzt gerade, was passiert mit Europa? Corona-Pandemie, das hat natürlich auch Auswirkungen auf Legal Tech. Es gibt viele staatliche Hilfen vom Bund, von Ländern, von Kommunen, ziemlich unübersichtlich. Da mal einen Durchblick zu bekommen, da kann Legal Tech auch hilfreich sein. Im Rahmen des Wir versus Virus Hackathons der Bundesregierung zum Beispiel Liquide bleiben entstanden, Legal Tech Tool, das mich eben mit ein paar Fragen zu den Förderungen führt, die ich beanspruchen kann. Da haben 2 unserer Mitglieder mitgewirkt. Da gibt es auch einen Blogbeitrag zu, den ihr euch gerne mal angucken könnt. Gerichtsverhandlungen finden per Videokonferenz statt. Die ZPO sieht übrigens schon vor, dass das möglich ist. Aber das wurde noch nicht wirklich viel in Anspruch genommen. Es bleibt zu hoffen, dass man da jetzt gute Erfahrungen mitmacht und dass vielleicht auch mehr stattfindet und dann Richter vielleicht ein bisschen geübter damit sind und dann nicht mehr oben ohne vor der Kamera auftauchen. Man sieht den da oben rechts, unten rechts in dem Video-Thumbnail. Ja, und dann digitale Lehre. Alle Universitäten, ihr werdet das bemerkt haben, haben ihr Lehrprogramm digitalisiert. Warum nicht schon vorher? Und Martin Fries, einer, der schon früh mit digitaler Hochschullehre begonnen hat, der
vermutet halt, dass die Digitalisierung nach der Corona-Pandemie wahrscheinlich wieder wegbrechen wird, weil nicht so viel daraus gelernt wurde. Aber auch da bleibt zu hoffen, dass wir digital Jura lernen können. Und auch dazu gibt es übrigens von Record Law am 15. Mai ein Webinar. Auch da seid natürlich herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. So, das war's von mir. Ich bin Paul Welter, sollte das in Vergessenheit geraten sein. Ihr könnt mir gerne auf paul.welter@record.law schreiben, wenn ihr Fragen habt oder hierüber diskutieren wollt. Und ihr findet mich natürlich auch auf LinkedIn, fügt mich auch da gerne hinzu. Und auch da können wir gerne ein bisschen quatschen. So, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ich euch hier wertvolle Informationen vermitteln konnte und euch zeigen konnte, wie wichtig das ist und wie wichtig das auch ist, dass wir junge Juristen uns damit beschäftigen. Und wo ihr das jetzt schon könnt, am besten könnt, das ist Record Law und dazu wird Henrik jetzt auf jeden Fall was sagen. Ich würde mich natürlich freuen, welche von euch da wiederzusehen. Das war's von mir. Vielen Dank und bis bald. Sehr gut. Danke, Paul. Ich fange einfach genau dort an, wo du aufgehört hast. Und zwar mit der Problematik, so. Was passiert eigentlich gerade auf dem Rechtsmarkt? Es passiert ganz viel. Richard Süskind, einer der führenden Autoren und Vordenker der Legal Tech-Szene in der ganzen Welt, hat mal gesagt, wir müssen jetzt anfangen, uns zu verändern und uns neu zu erfinden und nämlich nicht mehr nur World-Class Legal Advisors, gute Anwälte zu sein, sondern auch gleichzeitig Top-Class, World-Class Legal Technologists. Was bedeutet das? Wir müssen technische Fähigkeiten uns aneignen als Juristen, damit wir auch in der Arbeitswelt der Zukunft erfolgreich sein können. Das Problem ist nur, wir haben bisher eigentlich in Deutschland überhaupt keine Institution, die Juristen diese Fähigkeiten beibringen kann. Oder eine Plattform, die diese Leute zusammenbringt, die Interesse daran haben, das zu lernen, dort die notwendigen Fähigkeiten zu lernen. Und insbesondere an den Unis gibt es einfach kaum Möglichkeiten, sich dort weiter voranzubilden, weiterzubilden. Es gibt keine Vorlesungen, es gibt kaum Seminare dazu. Und aus dem Grund haben wir vor 2 Jahren Record Law gegründet, wo wir nämlich versuchen, allen Leuten, die daran Interesse haben, diese Fähigkeiten beizubringen. Das sind eben Studierende, Referendare, Doktoranden, aber auch sogar Young Professionals aus großen Wirtschaftskanzleien. Und wir versuchen eben diese digitalen Kompetenzen, die aus unserer Sicht relevant werden, gemeinsam zu erlernen und so die Zukunft eben mitzugestalten und bringen eben alle Leute dort an einem Ort zusammen, die das eben betrifft. Ja, wer sind wir eigentlich genau nochmal in die Tiefe? Ich habe es schon gesagt, 2018 in Münster gegründet. Wir sind komplett Non-Profit. Alles machen wir bei uns umsonst, beziehungsweise zum Selbstkostenpreis sind ein eingetragener Verein und haben mittlerweile an die 50 Mitglieder, bestehend eben vom ersten Semester bis eben hin zu ganz jungen Anwälten. Und das auch gar nicht mal nur bei Juristen, sondern wir haben auch Leute, die BWL studieren, Informatik studiert haben oder noch studieren oder sogar Designstudenten. Denn auch das ist relevant in diesem Digitalisierungsbereich und das werde ich auch gleich nochmal deutlich machen. Wir denken auch nicht in Grenzen, so wie die Digitalisierung selbst auch funktioniert. Es ist völlig unabhängig, ob du in Münster bist oder woanders. Wir können gemeinsam an dieser Idee zusammenwirken und sind deswegen in ganz Europa auch mit Mitgliedern aktiv. Wir glauben, dass das Konzept sich auch ganz gut durchgesetzt hat. Denn letztes Jahr haben wir auch von Lex Superior im Rahmen der Digital Study 2019 den Preis als digitaler Vorreiter gewonnen und sind darauf ganz stolz. Ja, was machen wir eigentlich genau? Wie versuchen wir, dieses Ziel zu erreichen? Unser Claim sozusagen aus diesem Zitat von Richard Süskind vorhin ist, Digitalkompetenz wird in der Zukunft eine erfolgskritische Schlüsselqualifikation für Juristen sein. Und nach dieser Maxime versuchen wir eben etwas zu gestalten und Produkte zu entwickeln, mit denen wir jungen Leuten helfen wollen, sich in dieser Welt zurechtzufinden. Das sind auf der einen Seite Veranstaltungen, wie man unten links zum Beispiel sieht, das ist der, den Paul auch schon erwähnt hat, den Legal Innovation Talk mit Daniel Halmer als Beispiel, wo wir eben mit interessanten Personen darüber sprechen, wie sie die Digitalisierung sehen. Dann haben wir ein bisschen tiefer gehend Workshops, wo man jetzt nicht nur an einem Abend mal sich ein bisschen was anhört, sondern mal tiefer eintaucht, den ganzen Tag auch praktisch sich mit Legal Tech beschäftigt. Dann haben wir natürlich auch digitale Produkte, hier zum Beispiel unser Podcast, bei dem wir eben regelmäßig mit interessanten Personen mal ein bisschen länger sprechen und hören, was ist eigentlich so deren Story. Und dann haben wir auch interne Weiterbildungsangebote im Rahmen unserer Internal Academy.
Aber darauf werde ich gleich nochmal ein bisschen genauer eingehen. Nun erstmal zu den Veranstaltungen. Wir glauben, dass Veranstaltungen so auch wie diese, die normalerweise natürlich im Rahmen zum Beispiel eines Ortes wie hier in Münster oder auch anderswo in Deutschland stattfinden können, dass die der Grundstein sind, um Leute überhaupt darauf aufmerksam zu machen, dass dieses Thema wichtig ist. Wir bringen dort interessante Vorträge, die inspirieren auf die Bühne und motivieren eben junge Leute, dort einen tieferen Einblick zu bekommen und haben dazu bisher drei verschiedene Formate entwickelt. Das ist eben der Legal Innovation Talk, wie vorhin erwähnt. Dann haben wir aber auch zum Beispiel ein Format, das Afterwork Meetup, wo man eben nicht nur zuhört, sondern wo man eben auch selbst sich einfach mal austauschen kann, auch networken kann mit interessanten Leuten aus dieser Welt. Und dann natürlich auch der Let's Talk. Jetzt nächste Woche Montag haben wir unseren nächsten Let's Talk, wo eben dann ein Gründer von seinem Legal Tech Startup berichtet und was er dort eben für Erfahrungen gemacht hat. Das ist eben ganz interessant, um auch mal so diese unternehmerische Perspektive reinzubekommen in den Bereich Legal Tech. Ja, vorhin schon gesagt, Workshops, wenn man jetzt genug motiviert ist und gesehen hat, super interessantes Thema Legal Tech, aber wie geht das denn jetzt konkret? Dann sind, glaube ich, unsere Workshops eine ganz gute Möglichkeit, tiefer einzutauchen. Da haben wir in der Vergangenheit zum Beispiel mit NER den Rapid Prototyping Workshop entworfen und auch veranstaltet im letzten September. Da haben wir innerhalb eines Tages Probleme aus der Kanzlei genommen und überlegt, wie können wir das verbessern? Das müssen gar nicht unbedingt technische Lösungen am Ende sein. Das können auch andere Prozesse sein, die man einfach optimiert und haben dabei eben diese Methode des Design Thinkings, in diesem Fall Rapid Prototyping, angewandt. Ein anderes Konzept zum Beispiel der Brighter Workshop. Brighter ist eben eine Software, die hat Paul auch vorhin erwähnt. Unsere Mitglieder, wir haben da eine Brighter-Lizenz eben für alle Mitglieder. Jeder kann damit mal einfach ausprobieren und quasi programmieren, ohne programmieren zu können, ohne Code schreiben zu müssen. Und das haben wir in diesem Workshop gemacht, einen ganzen Tag lang ein technisches Tool quasi entwickelt, ohne programmieren zu können. Und das Letzte, was jetzt eigentlich schon hätte stattfinden sollen, Legal Design Workshop mit Bird & Bird, musste leider erstmal verschoben werden. Aber das wird auf jeden Fall auch noch kommen. Mal wirklich Legal Design, vielleicht habt ihr davon schon mal was gehört, Design Thinking auf juristische Probleme angewandt, in einem Workshop auch angewandt auf juristische Probleme. Das ist noch ein bisschen neuer als Legal Tech, aber ebenso interessant und genauso notwendig. Und das ist auch ein sehr spannendes Thema, was wir dort behandeln. Dann die digitalen Produkte natürlich. Wir wären nicht digital oder wir wären uns selbst nicht gerecht, wenn wir natürlich nichts Digitales anbieten würden. Wir glauben, dass das eben ein super wichtiger Schritt ist, um auch dauerhaft präsent zu sein und Sachen eben auch on demand zu liefern. Da haben wir zum Beispiel den Legal Tech Pioneers Podcast. Den haben vielleicht manche von euch auch schon mal irgendwo gesehen. In der aktuellen Folge sprechen wir zum Beispiel mit dem Geschäftsführer der Bucerius Law School darüber, wie die Uni eben Legal Tech bei sich einbindet, wie Legal Tech in Amerika abläuft. Es sind oft lange interessante Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten eben aus diesem Bereich, wo wir dann eben ganz interessante Insights so bekommen können. Dann haben wir Lunch-Webinare, so ähnlich wie dieses Webinar, nur eben ein bisschen weiter mittig am Tag, am Mittagessen, kann man sich einfach mal eine Stunde was anhören oder eine halbe Stunde, je nachdem. Das reicht von Arbeitsrecht in Corona bis hin zu EU-Produkthaftung für KI und Software. Dann haben wir natürlich noch einen Newsletter, der regelmäßig über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Legal-Tech-Szene informiert, mit Hintergründen und Lesehinweisen. Und dann haben wir noch zuletzt unseren Blog, auf dem regelmäßig Artikel erscheinen, die nicht nur von uns selbst geschrieben werden, auch von anderen interessanten Autoren und wo man einfach nochmal einen tieferen Einblick bekommen kann. Zuletzt vielleicht der spannendste Teil, den kann man eben von außen überhaupt gar nicht sehen. Wir haben ein internes Trainingsprogramm entwickelt, unsere interne Academy, wo wir dafür sorgen, dass jemand, der bisher noch wenig Ahnung von Legal Tech hat oder auch allgemein von Tech oder Entrepreneurship, alle wesentlichen Fähigkeiten erlernen kann, die er braucht auf dem zukünftigen Arbeitsmarkt. Und das ist eben nicht nur Legal Tech, das ist eben auch Tech allgemein, also verstehen, wie funktioniert eigentlich Digitalisierung, wie funktioniert Big Data, um das einfach einordnen zu können. Gleichzeitig aber auch Arbeitsmethoden der Zukunft, also New Work, das reicht aber nicht nur vom agilen Arbeiten bis hin zu Design Thinking, auch User Experience Design spielt da eine Rolle, gerade wenn man so rechts, das ist ein Bild von unserem NER-Workshop, wo wir da zum Beispiel, sieht man im Hintergrund auf der Leinwand, da wurde eine App gebaut und da ist die User Experience auch extrem wichtig und das hilft, wenn man auch als Jurist versteht, wie sowas funktioniert. Zuletzt vielleicht auch noch wichtig, Business und Entrepreneurship. Wir wollen nicht alle zu Unternehmern machen, aber Legal Tech ist auch nur dann sinnvoll,
wenn man weiß, dass es auch einen Mehrwert bringt. Und das muss man eben auch aus wirtschaftlicher Perspektive evaluieren können. Und deswegen wollen wir auch da gewisse Grundkenntnisse erwerben. Ja, was macht uns einzigartig? Wahrscheinlich schon unsere Produkte selbst, unsere Events. Aber gleichzeitig leben wir natürlich auch gewisse Werte, die nur in Startups im Silicon Valley bei Facebook, Google gelebt werden. Und versuchen eben zum Beispiel flache Hierarchien und Verantwortung für jedes Mitglied bei uns reinzubringen, damit eben jeder lernt, wie arbeitet es sich eigentlich in einer Arbeitsumgebung der Zukunft. In den meisten Großkanzleien wird das niemand lernen. Und deswegen versuchen wir das hier selbst zu machen. Und natürlich bedeutet diese Freiheit auch Verantwortung. Wir erwarten auch ein großes Engagement von unseren Mitgliedern, aber das bedingt sich eben gegenseitig. Wir haben da ein Bewerbungsverfahren, was zweistufig ist. Und sodass wir eben auch gucken können, jeder bringt Verantwortung, dann erwarten wir auch, dass jemand Neues, der reinkommt, auch Verantwortung trägt und auch seine Leistung erbringt. Aber natürlich schlagen wir auch niemandem auf die Finger, wenn irgendwas falsch ist. Fehlerkultur ist eben mega wichtig, damit man eben daraus lernen kann. Das ist der beste Weg zu lernen, unserer Meinung nach. Und genauso leben wir natürlich auch die Gemeinschaft. Wir haben regelmäßige Coffee-Dates, wo wir uns auch in Corona-Zeiten sozusagen treffen, auch mal auf Kaffee oder abends mal auf einen Drink. Denn ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir einfach als junge Menschen, die gleiche Mission haben, zusammenkommen und darüber sprechen. Trotzdem ist natürlich auch so klare Strukturen wichtig. Deswegen haben wir da natürlich auch eine klare Vorstellung, wie eben auch die Kommunikation ablaufen muss. Aber da helfen uns auch unsere Tools, zum Beispiel Slack und viele weitere Tools, die wir für sinnvoll erachten, um eben dezentral, das habe ich ja vorhin schon gesagt, wir sind nicht nur in Münster, wir sind in ganz Deutschland, teilweise sogar in Europa aktiv, um dann eben auch standortübergreifend perfekt im Team zusammenarbeiten zu können. Ja, hier noch ein paar Zahlen. Wir sind zurzeit eben an die 50 Mitglieder, haben schon über 11 Events organisiert, 6 Webinare, mit dem hier 7 oder vielleicht sogar schon 8. 2 große Workshops, 13 Podcast-Folgen haben Mitglieder aus über 15 Städten, 100 Besucher pro Event bisher, Teilnehmer pro Webinar sind 40. Wie ihr seht, wir sind schon über 70 hier. Also es steigert sich und darüber freuen wir uns sehr. Und auch unser Podcast wird immer beliebter. Und wir verstehen das auf jeden Fall als Bestätigung unserer Arbeit und freuen uns, dass dieses Thema so viel Anklang findet, weil es ja so wichtig ist. Gleichzeitig bedanken wir uns natürlich auch mal bei unseren Partnern, ohne die das nicht so möglich wäre. Oben sehen wir Neuer, Baker, McKenzie und Bird & Bird, die eben als unsere Sponsoring-Partner dafür das ermöglichen, was wir eigentlich tun. Auch dieses Webinar, Zoom kostet Geld, das muss irgendwie bezahlt werden. Dafür haben wir unsere Partner. Gleichzeitig bieten die uns natürlich auch inhaltlichen Input, auch wenn wir zum Beispiel gemeinsame Events machen, zum Beispiel die Workshops. Auf der anderen Seite haben wir auch technische Partner, das sind zum Beispiel Wolters Klüver und die beiden Legal Tech Startups Writer und Lawlift, für die wir auch eben Lizenzen haben. Das heißt, jeder kann mit diesen Legal Tech Softwares, die natürlich schon super präsent sind auf dem Markt, auch einfach umsonst herumspielen und seine eigenen Legal Tech Tools bauen. Ja, ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt nicht nur neugierig auf Legal Tech geworden seid, sondern auch auf Record Law. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Nachrichten, falls ihr Fragen habt oder auf eure Bewerbungen. Ihr könnt euch bewerben auf unsere Website. Dort gibt es einen Reiter Mitmachen und dort kommt ihr zu einem kleinen Bewerbungsformular, wo wir so ein paar Fragen euch stellen. Und dann freuen wir uns darauf, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Vielleicht beim Let's Talk mit meinen BAföG, die eben den BAföG-Antrag digitalisiert haben und das eben als Startup seit ein paar Jahren durchführen. Das Ganze am nächsten Montag. Den Link findet ihr auf all unseren Kanälen und auch wieder auf Eventbrite. Genau, das war's von mir und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank ihr beiden für diese sehr interessanten Vorträge. Und mich haben ein paar Fragen erreicht im Chat. Falls jetzt noch was aufkommt, könnt ihr es gerne immer noch stellen. Henrik ist eben schon ein bisschen darauf eingegangen, aber eine Frage war eben, wie wird man Mitglied und muss ich dafür Jura studieren? Ja, ich beantworte das mal. Also ich glaube, es ist schon ausreichend klar geworden eigentlich. Also erstens, wie wird man Mitglied? Einfach mal auf der Website schauen, was wir machen. Ihr habt es gerade schon eigentlich ganz ausführlich gehört, was wir machen und wie man auch mitarbeiten kann. Also jeder kann bei uns einsteigen, egal aus welchem Fach. Wenn ihr Interesse für dieses Thema Legal Tech habt, schaut rein. Voraussetzung ist irgendwie, dass ihr auch Lust habt, Zeit einzustecken. Wenn ihr sagt, ihr habt in einem Monat Examen, dann macht es wahrscheinlich weniger Sinn, jetzt auf uns zuzukommen. Aber wenn ihr Lust habt, hier mal richtig mit reinzuhauen,
interessante Sachen zu machen, Events zu organisieren, aber auch Artikel zu schreiben oder bei anderen Projekten im Marketing mitzuhelfen oder HR. Wir sind total offen für jeden. Bewerbt euch. Gut, also dann war die nächste Frage, wie geht ihr mit der Corona-Zeit um? Steht uns das jetzt im Weg oder wie planen wir unsere Veranstaltungen während dieser Zeit? Ja, also geplant. Natürlich ist es sehr schade, dass wir keine Events ausrichten können, gerade wenn man da mal die Speaker kennenlernen kann, später im Get-Together die Leute kennenlernen kann, auch bei Workshops mal Hands-on-Erfahrung dann sammeln kann in verschiedenen Teams. Das ist immer eine sehr coole Erfahrung. Das steht uns natürlich insofern nicht im Weg, dass wir digital arbeiten. Das heißt, wir sind nicht darauf angewiesen, irgendwelche Treffen auszuführen. Selbst unsere ordentliche Mitgliederversammlung konnten wir digital ausführen, weil wir das schon früher auch vor Corona in die Satzung aufgenommen haben. Die Arbeit läuft nach wie vor. Wir haben tolle Projekte, an denen wir arbeiten. Wir organisieren digitale Formate wie dieses hier, an denen viele teilnehmen können, wie man sieht. Insofern Corona beeinträchtigt einen Teilbereich vielleicht, aber wir machen trotzdem weiter. Dann noch eine Frage. Geht es bei Recode Law eher um Legal Tech 2.0 oder 3.0? Paul, vielleicht möchtest du. Da Legal Tech 3.0 ja noch nicht so wirklich fortgeschritten ist, beschäftigen wir uns damit eher in einer philosophischen Hinsicht beziehungsweise in einer technischen, in der wir uns dann fragen, wie funktioniert KI eigentlich? Einfach mal so ganz grundlegend und wie kann das auf Jura eigentlich angewandt werden? Das sind eher theoretische, akademische Überlegungen quasi. Hands-on geht da in dem Sinne noch gar nicht wirklich. Das gibt es ja nicht. Legal Tech 2.0 ist daher in der Praxis, wenn wir selber in Workshops mal etwas umsetzen oder so, auf jeden Fall deutlich greifbarer. Und wir wollen ja auch nicht den dritten Schritt eben vor dem zweiten machen. Und selbst der erste ist ja in Teilbereichen noch nicht getan. Insofern, die Praxis bezieht sich eher auf Legal Tech 1.0 und 2.0. Vielleicht auch noch als kleine Ergänzung. Also niemand muss programmieren können, um bei uns Mitglied zu werden. Wir sind keine, also manche denken auch, wir beraten irgendwie Kanzleien oder so. Nein, wir sind einfach eine Plattform, die interessante Angebote einfach schaffen möchte für dieses Thema und einfach so eine Plattform zu sein für alle, die Lust haben, sich damit zu beschäftigen und da auch was reingeben wollen, aber auch wieder was rauskriegen. Und die große Mehrheit unserer Mitglieder sind Juristen und können nicht programmieren. Aber was zählt, ist einfach dieses Interesse an dem Thema und auch der Wille, sich dort weiterzubilden über juristische Themen hinaus und auch mal an einem Hackathon teilzunehmen, ohne programmieren zu können. Das ist oft gar kein Problem. Und das ist so der Spirit, den wir irgendwie weitergeben wollen, dass es eben nicht schlimm ist, dass man einfach nur anfangen muss, sich damit zu beschäftigen irgendwie. Und dafür findet man bei uns einfach genug Gesprächspartner und andere, die darauf Lust haben. Dann, soweit ich das jetzt sehe, erstmal die letzte Frage. Und zwar bezüglich des Ziels unseres Vereins. Würdet ihr sagen, es geht da eher um darum, Workshops anzubieten, also um die Vermittlung von Wissen? Oder ist eher der Schwerpunkt, dass wir eigene Anwendungen, eigene Tools kreieren, entwickeln? Hendrik, soll ich? Ja, mach du. Also unser Ziel ist, dass wir für Legal Innovation, das ist breiter als Legal Tech, also generelle Innovation im Rechtssektor, also auch New Work, dass wir dafür sensibilisieren, darauf aufmerksam machen, Kompetenzen vermitteln und eben die Digital Shaper der Zukunft quasi schaffen. Das heißt, die Wissensvermittlung und gegenseitige Anlernung steht dabei auf jeden Fall im Vordergrund. Wir sind ja keine Software-Schmiede. Das würde auch unserem, also wir können natürlich Open-Source-Tools vielleicht entwickeln, aber wir können ja auch keine verkaufen oder groß vertreiben, wir sind ja gemeinnützig. Aber Ziel ist es, dass wir eben die Leute hervorbringen, die das dann tun und dann eigene Unternehmen vielleicht gründen oder selber in Kanzleien gehen und dort etwas implementieren oder auch in die Verwaltung oder in die Justiz natürlich. Insofern, vordergründiges Ziel ist, dass wir uns ausbilden, dass wir uns fertig machen für die Welt da draußen quasi und dann die Leute hervorbringen, die die Produkte schaffen. Ich habe tatsächlich noch eine Frage bekommen. Und zwar, Hendrik, du bist eben schon darauf eingegangen, dass wir deutschlandweit agieren. Aber ich habe nochmal eine spezielle Frage, wie das Ganze abläuft. Wie, wenn man nicht aus Münster direkt kommt, kann man an Workshops teilnehmen und an den Weiterbildungsprogrammen? Also an Workshops und unseren Events kann grundsätzlich jeder teilnehmen, ohne Mitglied zu sein. Die sind umsonst und komplett öffentlich für jedermann. Die interne Academy steht nur Mitgliedern zur Verfügung.
weil wir auch ganz klar sagen, jemand, der Mitglied ist, der muss auch irgendwie was Besonderes daraus haben, außer dem Netzwerk, und er bekommt eben auch besondere Ressourcen mit an die Hand. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, natürlich muss man eben, wie gesagt, nicht in Münster sein oder sonst wo, um eben Mitglied zu werden oder mitzumachen. Wir arbeiten seit unserer Gründung remote, also vielleicht als kleine Anekdote, wir sind im Sommer 2018 gegründet worden mit 7 Leuten und ich glaube, 4 dieser 7 Leute waren zu dem Zeitpunkt im Ausland. Das heißt, wir haben das erste halbe Jahr komplett remote gearbeitet und manche haben sich bei unserem allerersten Event das erste Mal getroffen. Und von daher sind wir irgendwie remote seit der ersten Stunde und insofern ist es auch für uns jetzt in Corona-Zeiten gar nichts so Besonderes, jetzt irgendwie anders zu arbeiten oder digital zu arbeiten, sondern jeder kann von überall mitarbeiten. Wir haben Leute, die haben aus Argentinien damals mitgearbeitet. Da ist natürlich nur die Zeitverschiebung ein bisschen das Problem, aber grundsätzlich ist das überhaupt kein Problem. Okay, und es finden auch nicht alle Workshops oder alle Veranstaltungen in Münster statt? Nein, also es gibt auch Veranstaltungen in anderen Städten. Das entwickelt sich natürlich erst langsam, weil natürlich es macht erst Sinn, irgendwelche gemeinsamen Treffen in irgendwelchen Bars oder andere Veranstaltungen zu machen, wenn es an einem Ort auch mehr als 1-2 Personen gibt. Aber sobald mehrere Personen an einem Ort sind, können die sich natürlich zusammenschließen und dann können auch dort Veranstaltungen an diesem Ort durchgeführt werden. Also das ist überhaupt kein Problem und wir sind ja auch mittlerweile, wenn jetzt nicht Corona wäre, relativ mobil. Man kann also auch mal, wenn man jetzt in Frankfurt wohnt, nach Düsseldorf fahren auf einen Workshop. Aber da sind wir auch nicht begrenzt in dem, wo wir das Ganze machen. Also, ja. Okay. Und noch eine Frage, ob es spezielle Workshops gibt oder ob eben auch Personen gebraucht werden, die juristisch vielleicht keinen besonderen Hintergrund haben, aber eben eher aus der Tech-Szene kommen, also Programmierer beispielsweise. Ja, sehr, sehr gerne. Also wir müssen ja mit verschiedenen Kompetenzen der Zukunft arbeiten und davon kann jeder nur profitieren. Also insofern der Designer, der BWLer, der Informatiker Lust hat auf rechtliche Fragestellungen oder wie man das einfach digital gestalten kann, ist er herzlich willkommen. Und ob man gut in Jura ist, das spielt ja nicht überhaupt keine Rolle. Also wir setzen uns ja nicht hin und lösen einen Fall zusammen. Wir gucken uns an, wie ist das systematisch, wo kann man digitalisieren? Ja, und ich denke, die Juristen würden ja vielleicht bei juristischen Fragestellungen auch gerne was erklären, sodass man voneinander lernen kann, im Idealfall. Ja. Und die momentane Verteilung der Mitglieder sind wahrscheinlich eher Juristen? Ja, es sind vorrangig Juristen. Das ist natürlich ein natürliches Los, auch schon unseres Namens. Es geht um Law irgendwie. Legal Tech ist in erster Linie Technik angewandt auf Jura. Und wenn man Informatiker hat, dann hat er natürlich ein breites Feld, aus dem er jetzt auswählen kann, was er machen möchte. Deswegen sind natürlich die meisten Mitglieder Juristen. Ganz genau weiß ich es gerade aus dem Kopf nicht, wie viele nicht-juristische Mitglieder wir haben. Aber ich würde sagen, es sind auf jeden Fall mindestens 10-15% und Tendenz auch dort steigend. Also das ist natürlich auch mal eine Frage. Viele Juristen ziehen andere Juristen an. Sobald erstmal ein paar Informatiker dabei sind und sagen, hey, das ist spannend, dann kommen da auch mehr dazu. Und diesen Trend beobachten wir jetzt gerade auch. Und das wird auch noch weiter wachsen. Ja. Ja, also keine Angst, wir sind eigentlich auch ganz nett. ja. Noch eine Frage. Super, dass ihr so Interesse habt. Wie viel Zeit, würdet ihr sagen, sollte man als Mitglied durchschnittlich in die Arbeit bei Recode Law investieren? Falls man das überhaupt so pauschal sagen kann. Das kommt natürlich auf die Effizienz der Arbeit an. Also im Vorstand ist er natürlich am meisten, da ist das ein Teilzeitjob. Das normale Mitglied sollte natürlich... Also alleine Telefonate, die man so für Projekte wöchentlich führt, das sind bestimmt 1 bis 1,5 Stunden mindestens. Und dann muss man am Projekt noch arbeiten, ein paar Nachrichten checken und so. Also ich denke, 5 Stunden kann man schon anpeilen. Das sollte man so reingeben, wenn nicht sogar noch mehr in den heißen Phasen, wenn natürlich ein Event jetzt kurz vorm Abschluss steht oder so, damit es auch nicht unfair den anderen Mitgliedern gegenüber ist, die eben sehr viel Zeit investieren. Man muss dazu aber auch sagen, am Anfang denkt man so, boah, 5 Stunden, das ist ja mega viel. Aber dann, wenn man erstmal dabei ist, dann merkt man, oh, das ist aber spannend und das mache ich jetzt mal. Und man macht ja einfach die ganze Zeit selbst was. Man macht irgendwas Praktisches, man lernt nicht, sondern man beschäftigt sich eben mit anderen Themen,
und überlegt, wie man eben so ein Event gestalten kann. Und dann kommt einem die Zeit eben viel kürzer vor. Und es hängt eben aber auch wirklich davon ab, was man macht. Also manchmal gibt es da Phasen, da muss man mal ein bisschen mehr machen. Dann gibt es Phasen, da ist mal ein bisschen weniger. Sommerloch kommt jetzt auch bald, da ist ein bisschen weniger los. Ja, aber grundsätzlich kann man sich das eben auch frei einteilen, je nachdem, ob man sagt, ich mache jetzt bei dem Projekt mit oder nicht. Aber es ist natürlich auch so, wir wollen natürlich, dass jeder auch was tut, denn es gibt viele Initiativen dort draußen, im studentischen Bereich, aber auch andere Vereine, wo Mitglieder einfach dabei sind, aber nicht viel machen. Und das haben wir selbst auch erlebt und uns war das eben eine Lehre und haben dann gesagt, wir wollen nur Leute bei uns bei Record Law dabei haben, die auch wirklich willig sind, diese Zeit zu investieren. Denn ansonsten demotiviert das wieder andere. Aber wenn alle, wirklich alle Mitglieder Zeit investieren und Bock drauf haben, sich gegenseitig auch ansprechen, die Kommunikation gut ist, dann gerät da etwas ins Rollen. Und deswegen sagen wir auch so ehrlich, es kostet Zeit, mitzumachen. Aber wenn man sich erstmal dazu entschlossen hat, diese Zeit zu investieren, dann macht es auch eben richtig Spaß und dann kann man richtig viel schaffen. Man darf natürlich auch nicht aus dem Augen verlieren, dass man sich die Projekte selber sucht. Wir sagen nicht von oben heraus, du machst jetzt das. Das heißt, jeder kann genau das machen, wo er Bock drauf hat oder eine eigene Idee einbringen und an der arbeiten. Und zweitens, in diese Zeit sind ja Telefonate und Nachrichtenbeantworten eingefasst. Also ich sollte ja jeden Tag mal, dreimal vielleicht gucken, habe ich Nachrichten, die zu beantworten. Allein das summiert sich über eine Woche ja auf eine Stunde und dann telefoniere ich noch eine Stunde und dann ist man relativ schnell mit relativ leichten Tätigkeiten schon dabei. Also insofern, die 5 Stunden sollen nicht abschrecken, die muss man nicht komplett am Schreibtisch sitzen, das summiert sich einfach. Ja, dann sind wir, glaube ich, soweit durch. Vielen Dank an euch beide für die Beantwortung und vielen Dank an euch alle für die Fragen. Mir bleibt jetzt noch zu sagen, dass wir, Henrik hatte es schon gesagt, die nächste Veranstaltung, wenn ihr Lust habt, am Montag dort auch noch teilzunehmen. Ihr könnt euch anmelden und kriegt weitere Informationen über die sozialen Medien, unsere Accounts da. Und abschließend würden wir uns ja noch sehr freuen, wenn ihr bei der Umfrage bezüglich des Feedbacks zu unserer Veranstaltung teilnehmen würdet. Die im Chat findet ihr den Link dazu. Und das dauert auch nicht so lange, aber es würde uns persönlich sehr helfen. Und vielen Dank für euer Interesse. Schön, dass ihr alle da wart und wir freuen uns sehr, den einen oder anderen von euch vielleicht nochmal zu sehen virtuell und dann vielleicht auch wieder persönlich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ciao. Auf Wiedersehen hoffentlich.